Hallo? Oh, also stimmt das Gerücht. Herein, herein, herein. Wie soll ich dich nennen? RJ oder Adonis? Besinnliche Augen. Zielstrebiges Kinn. Die Kleider sind eher Heilsarmee als goldener Pfad. Aber damit kann ich arbeiten. Wer bist du? Ich bin Mumu Chiffon. Schneider und Hofausstatter auf Geheiß des Königs von Kyrat, seiner Hoheit Pagan Min. Aber er nennt mich ruhig Mr. Chiffon. Hocherfreut. Du arbeitest für Min? Ja, früher. Ich hatte einen Streit mit dem König. Er wollte mich töten und nun verstecke ich mich. Ach, Schnee von gestern. Blicken wir nach vorne. Bald ist Kyrat Fashion Week. Und wir könnten einander helfen. Du brauchst Accessoires und ich ein Modell. Ich mache dich zum Mittelpunkt meiner neuen Kollektion. Ich nenne sie Krieg Couture. Und du willst, dass ich das Zeug anziehe? Das? Das waren nur Experimente. Nein, nur das Allerbeste für den verlorenen Sohn. Ich habe viele Jahre an einer Pariser Schule für rationelles Modedesign verbracht. Kleidung muss praktisch sein, erst dann elegant. Die Form folgt der Funktion. Arme hoch. Du wirst mir exotische Materialien beschaffen. Pelze. Häute. Feder. Um deine rohe und animalische Seite hervorzuheben. Ich schicke dir die Designs und die Fundorte. Ich hoffe, du bist an der Nähmaschine so geschickt wie am Maschinengewehr. Denn gemeinsam machen wir dich grimmig. Nun, steh nicht nur rum. Die Zeit rennt. Komm zurück, wenn du meine Kreation fertig hast. Rabbi Ray Runner. Wisst ihr, was mir gerade einfällt, Leute? Wir müssen hier bei uns im Studio eine Party feiern. Ich mein's ernst. Ey, Kyrat ist frei. Ich will, dass meine treuen Zuhörer zu uns ins Studio kommen und feiern. Einer bringt was zu trinken und der andere ein Feuerwerk. Und bitte, einer muss mir Speck mitbringen. Klar, wir haben immer noch unsere Probleme. Wir müssen uns immer noch um so einiges kümmern. Ich meine, ja, das sind... Mr. Chiffon, ich habe ein Design gefunden. Ist das so eine Art gepanzertes Hippack? Schön, dass es dir gefällt. Es besteht aus Tigerfisch. Ich habe das Gefühl, als würde Schuppen dieses Jahr ein großes Comeback feiern. Eigentlich bin ich sogar sicher. Ich habe einen Fischer angeheuert, einen speziellen Teil des Flusses zu bewachen, damit uns niemand zuvorkommt. Du kannst mir später danken. Danke, schätze ich. Gern geschehen. Er sollte alles haben, was du für deinen Angelausflug brauchst. Ein Boot, eine Kühlbox für Shangri-Lager und so viel Sprengstoff, wie du dir nur wünschen kannst. Sei grimmig, RJ.
Blade Runner ist schon. Also, Corporal Sens Fabara Untersatz streikt. Er muss. Ich hab gehört, du brauchst schnell Hilfe. Ein Attentat, ja. Die
Die Zielperson wird ihren Truck reparieren lassen, also haben wir nicht viel Zeit. Ich markiere den Truck statt auf der Karte. Bobby Ray Runner ist für euch live auf Sendung. Der Tag ist endlich gekommen. Ich dachte nicht, dass ich das mal sage, aber jetzt mache ich es einfach. Laut und stolz an euch gerichtet. Tage. Wir können nichts tun! Ich wette, Gale steckt dahinter. Für den König!